Der Blick auf die Vorlage zeigt, dass noch zwei Zeilen fehlen. Einerseits der Ausgabenüberschuss, das heißt, das sind die effektiven Kosten für die Schulen. Wenn wir von allen Ausgaben die Einnahmen wegzählen, also die Einnahmen, die von den Schülerbeiträgen und den Telefongesprächen zusammenkommen. Und natürlich will die Schule auch wissen, wie viel das Lager dann effektiv pro Schülerin und Tag gekostet hat. Das wäre dann eine zweite Formel. Ich merke jetzt gerade, dass ich hier beim Kopieren noch etwas ausgelassen habe. Das soll natürlich total Ausgaben heißen. Und hier zwei Zeilen weiter unten kommt jetzt die Zeile für den Ausgabenüberschuss. Wie erwähnt, ist das wiederum eine Formel, die wie immer mit einem Gleich eingeleitet wird. Ich tippe in das Feld des Ausgabentotals dann ein Bindestrich oder ein Minus und ich klicke als nächstes in das Feld des Einnahmentotals und wenn ich die Enter-Taste drücke, so erscheint dieses Ergebnis. Dieses soll noch grau unterlegt werden. Das kann ich mit diesem Eimer-Symbol machen. Dann wiederum zwei Zeilen weiter unten. Kosten pro Schülerin und Tag. Wiederum eine Formel ist gleich. Da tippe ich in diese effektiven Kosten. Die werden geteilt durch die Anzahl Schüler und das Teilen-Symbol ist dieser Schrägstrich. Jetzt die Anzahl Schüler gebe ich natürlich auch wieder nicht als Zahl ein, sondern indem ich in das entsprechende Feld klicke. Und das ist jetzt wichtig, dass du dieses hier wählst. Das sind 19 Schülerinnen und Schüler, denn hier sind noch die Lehrperson und die Begleitperson dabei und deshalb kommt man da auf 21. Und ein Lager dauert 5 Tage, das gebe ich dann wieder manuell ein. Ich bekomme Tageskosten von 35,76 Franken. Dieses Feld soll schwarz hinterlegt sein, die Schrift dafür weiß und fett. Dann gefällt mir diese Spalte D noch nicht. Das A ist ein bisschen neu bei der Personenzahl. Ich wähle die ganze Spalte aus und wähle hier zentriert. Allenfalls musst du die Breite der einen oder anderen Spalte noch anpassen. Und hier den Titel, den mache ich jetzt trotzdem noch etwas größer, vielleicht 24 Punkte und der soll eine Rahmenlinie unten haben.